Es ist schon irgendwie verrückt, wie viele Veranstaltungen gerade an den vergangenen Wochenenden stattgefunden haben. Und es geht weiter. Auch in Werdau wird am Wochenende gefeiert, und zwar das Werdauer Volksfest. Da wir zur Pressekonferenz im Vorfeld nicht dabei sein konnten, nutzten wir am heutigen Vormittag am Rande eines Termins des Oberbürgermeisters die Möglichkeit, mehr zu erfahren. Genau, wir freuen uns auf unser Volksfest in Werdau, was gerade aufgebaut wird und was am Freitag 14.30 Uhr gestartet wird und bis Sonntagabend ein sehr vielfältiges buntes Programm mitten in unserer Stadt auf dem Marktplatz geboten wird. Was sind denn so die Highlights? Naja, die Highlights sind viele. Ich fange mal an mit dem Thema, was so ein bisschen das Wahrzeichen unseres Stadtfests früher immer war, dass gerade ein Riesenrad aufgebaut wird. Seit 2014 erstmalig wieder. Freuen wir uns sehr drauf, dass das funktioniert hat. Naja, und ansonsten gibt es ein Stück weit Rummelplatzatmosphäre, es gibt ein Stück weit Vereinsfest. Unsere Vereine präsentieren sich im Bühnenprogramm, der Faschingsclub und unsere Ringer und viele andere. Ja, und natürlich gibt es auch ein Kulturprogramm, Live-Musik auf der Bühne. Es gibt die Disco-Bühne auf dem Kirchplatz, also es ist eigentlich für jeden was dabei. Es sind, so wie wir es auch genannt haben, 3 Tage für Familien Spaß in unserer Stadt. Machen wir uns jetzt mal auf den Weg und gucken mal, wie die Bauarbeiten, die Aufbauarbeiten vorangehen. Ganz lieben Dank. Vielen Dank. Dann haben wir uns auf dem Werdauer Marktplatz einmal umgeschaut. Gerne hat sich unkompliziert der Zwickauer Schaustellerverband unter Federführung von Marco Walz hier mit eingebracht. Auch wenn die Walzerfahrt noch stillsteht, hier geht ab Freitag ganz sicher so richtig die Post ab. Auch an die Jüngsten wird gedacht, das Kinderkarussell wird allen bestimmt viel Freude bereiten. Aktuell läuft auch der Aufbau des Riesenrades, der dann einen Blick über die ganze Stadt ermöglichen wird. Dann heißt es Kind und Kegel einpacken und am Wochenende nach Werdau kommen.